Damit du wieder gestochen scharf sehen kannst, habe ich dir eine Übung rausgesucht, die du von zu Hause aus machen kannst, ohne irgendwelche Sehtafeln. Ganz einfach, du brauchst dafür nur deinen Daumen und ungefähr 3 bis 5 Minuten Zeit. Wenn du neu bist auf diesem Kanal, gerne abonnieren, gerne auch einen Daumen nach oben geben, wenn dir diese Übung hier gefällt. Die Übung, die ich dir heute vorstelle, ist die sogenannte Konvergenzübung. Es ist auch ganz wichtig, dass du bis zum Ende dran bleibst, damit du auch wirklich alle Schritte in der richtigen Reihenfolge einhältst. Zunächst suchst du dir einfach einen Raum raus, der am besten ruhig ist, gut beleuchtet ist. Und am besten hat er auch ein Fenster, dass du rausgucken kannst, weil wir brauchen heute eine große Entfernung. Mach das Ganze auch bitte ohne Brille, also setz deine Brille ab, wenn du eine hast, denn wir wollen unsere natürliche Sehkraft verbessern und das funktioniert nur ohne die Brille. Du suchst dir also einen Fensterplatz, in dem du einigermaßen in die Ferne gucken kannst. Es ist auch nicht schlimm, wenn du erstmal nichts erkennen kannst. Reicht, wenn du ein Schild siehst, reicht, wenn du das Nachbarhaus siehst. Es ist einfach nur wichtig, dass wir mehrere Distanzen haben. Die erste Distanz ist unser Daumen. Den haben wir direkt vor uns, den sollten wir einigermaßen scharf erkennen. Dann suchst du dir noch eine Distanz raus, die in der Ferne liegt. Ja, also beispielsweise ein Straßenschild, ein Text oder einfach nur ein Schornstein von einem anderen Haus oder ein Fenster, reicht völlig aus. Und dann solltest du dir noch dazwischen eine Entfernung suchen, die am besten genau dazwischen liegt, zwischen deinem Daumen und deiner anderen Entfernung. Und diese 3 Distanzen versuchen wir jetzt im Wechsel scharf zu stellen. Wie das Ganze funktionieren soll, habe ich dir mal auf dieser Sehtafel hier vorgestellt. Wir fokussieren zunächst unseren Daumen an. Das Objekt, in dem Fall hier das Eichhörnchen, sehen wir im ersten Moment natürlich unscharf. Wenn wir uns auf den Daumen fokussieren, sehen wir alles ringsherum unscharf. Versuch mal so das periphere Sehen dabei zu aktivieren. Also schau mal gerade auf deinen Daumen und achte mal dann auf den Hintergrund. Du wirst wahrscheinlich alles genau unscharf sehen. Aber wenn du dann weg vom Daumen guckst und in die Ferne, wirst du plötzlich natürlich die Umrisse und die Objekte deutlich schärfer sehen. Als nächstes machst du dann den Wechsel in die große Entfernung. Also sprich, wir haben von auf unseren Daumen geguckt, haben dann auf die mittlere Entfernung geguckt und dann schauen wir in die Ferne. Und durch diesen Wechsel, dass wir jetzt wieder auf die mittlere und dann auch wieder auf die nahe Distanz gehen, versucht unser Auge immer wieder, sich neu zu fokussieren. Es wird immer neu scharf gestellt. Du kannst natürlich auch am Anfang, wenn du jetzt erstmal eine sehr große Distanz hast, zum Beispiel, kannst du erstmal eine kleinere Distanz machen. Aber wichtig ist, dass du 3 verschiedene Distanzen hast. Durch diesen Wechsel, wie gesagt, wirst du schnell merken, dass sich deine Augen immer schneller auf dieses Objekt scharf stellen und gleichzeitig unterstützt das deine Augenmuskulatur und dadurch erhöht sich auch deine Augengesundheit. Heißt also, wenn du das jetzt die nächsten 3 Minuten wiederholst, wirst du merken, dass diese Scharfstellen plötzlich ultra schnell geht, was vorher so 1-2 Sekunden gedauert hat und plötzlich geht es richtig schnell und das Ganze kannst du, wie gesagt, einfach in deinen Alltag regelmäßig integrieren. Wenn dich das Augentraining interessiert, gerne mal unterhalb des Videos nachschauen, dort habe ich dir mein Augentraining verlinkt. Ansonsten, wie gesagt, gerne den Kanal abonnieren, Daumen nach oben geben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.